Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute zwei Überraschungseier und drei Blindbags mitgebracht. Genau, wir haben hier so ein großes Überraschungsei, dann haben wir ein Adventure-Time-Überraschungsei und wir haben drei Blindbags. Und wir fangen mit den Disney-Wikis-Blindbags jetzt einfach mal an. Also los geht's. Wen haben wir denn hier? Ja, den kennen wir doch, oder? Den kennt man zumindest, wenn man den Film Die Schöne und das Biest gesehen hat. Diese Figur heißt nämlich Tassilo und ist aus einem Disney-Film, nämlich Die Schöne und das Biest. So, ja, das ist unsere erste Figur für heute. Ich drehe das mal so ein bisschen, damit ihr euch das ein bisschen genauer anschauen könnt. Und wir gehen jetzt trotzdem weiter zum nächsten Blindback. Und wer weiß, vielleicht haben wir auch schon hier wieder eine coole Figur aus einem Disney-Film drin. Naja, hier ist definitiv eine Figur drin. Das ist ja immer so bei diesen Blindbacks. Aber wen, das weiß ich noch nicht so genau. Ah, der hier ist nicht ganz so einfach. Diese Figur ist Cruella de Vil aus dem Film 101 Dalmatiner. Erinnert mich immer irgendwie so ein bisschen an Michael Jackson vom Aussehen her, aber naja, Michael Jackson ist das nicht. Sondern aus dem Film eine Figur 101 Dalmatiner. So, Cruella de Vil. Jetzt gehen wir mal weiter zum nächsten Blindbag. Na, Tassilo stelle ich auch nochmal hier hin. Jetzt haben wir das dritte Blindbag, ein weiteres Disney-Wikis Blindbag. Ja, wir gucken mal nach, was wir diesmal bekommen. Und, ja, mal umdrehen. Ja, wisst ihr, wer das hier ist? Na klar, wisst ihr das. Das ist die böse Königin von Schneewittchen. Ja, mit einem Apfel in der Hand. Das ist doch definitiv von Schneewittchen die böse Königin, oder? Na klar. Das ist bestimmt der Giftapfel. So, ich habe hier ein Adventure-Time-Überraschungsei. Und das wollte ich euch mal zeigen. Ich weiß gar nicht so richtig, was Adventure-Time eigentlich ist. Ob es da irgendwie eine TV-Serie oder sowas dazu gibt. Ich habe die Eier halt gefunden und wollte wissen, was da drin ist. Außerdem möchte ich die mit euch teilen und euch mal zeigen, was da drin ist. Aber wenn mir jemand sagen kann, was Adventure Time eigentlich genau ist, das wäre sehr interessant. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Auf jeden Fall haben wir hier gelbe und weiße rosane Süßigkeiten. Dann haben wir so einen 3D-Sticker, einen Aufkleber, der so ein bisschen 3D-mäßig ist. Ja, genau, der ist ja nochmal in so einer Folie draufgeklebt. Das sind wohl so ein paar Adventure Time-Figuren, aber die kenne ich alle nicht. Nein. Und dann haben wir hier einen Aufkleber mit Adventure Time. Hier steht The Real You. Okay, sehr interessant. Ja, und dann habe ich hier noch so ein anderes Überraschungsei gefunden. Da steht Candy Joy for Boys drauf, also für Jungs. Ist vielleicht auch für Mädchen geeignet, ich weiß nicht. Das ist nicht irgendwie zu einem speziellen Disney-Film oder sowas. Sondern das ist einfach nur ein ziemlich großes, schweres Überraschungsei für Jungs. Ich möchte einfach mal herausfinden, was da drin ist. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall relativ günstig. So, ich schlitze das mal mit der Schere hier an der Seite auf. Manchmal gehen die Eier so ein bisschen schwer auf. Deswegen schneide ich das auch manchmal raus. Also, die Folie reiße ich jetzt mal ab. So, wir hatten nämlich vor einiger Zeit schon mal so ein Überraschungsei gefunden. Das habe ich hier aus dem lokalen Supermarkt bei mir in der Stadt. Und damals war es eigentlich recht interessant, was alles drin ist. Also, wir haben Aufkleber, okay. Aufkleber hat man drin, aber das ist alles so No-Name-Zeug. Trotzdem nicht verkehrt, wie ich finde. Wir haben ein Auto, ein blaues Auto. Und da ist so ein Motor drin. Ja, wenn man es zurückzieht, dann fährt das dann auch vorwärts. Das zeige ich euch mal. Zurückziehen und es fährt dann vorwärts. Immer vor das Ei. Und wir haben einen Lolli, einen Lutscher, mit einem Smiley-Gesicht. Eigentlich auch eine ziemlich coole Süßigkeit, wenn man mal überlegt, was man in den anderen Überraschungseiern so findet. Wir haben nämlich noch eine zweite Süßigkeit hier, so Schokolinsen sind das, in Gelb und in Blau. Und eine dritte Süßigkeit, nämlich eine kleine Zuckerstange. Also eigentlich ein ziemlich witziges Ei. Und vor allem ist es auch ein bisschen größer als die anderen üblichen Überraschungseier. So Leute, was war euer Lieblingsspielzeug für heute? Was war euer Lieblingsüberraschungsei oder Blindbag? Schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare. Ich bin schon gespannt und wenn ihr mir was über Adventure Time sagen könnt, macht das bitte auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss!